Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Irina und heute möchte ich euch ein Thema vorstellen. Moment. Was musst du wissen hier und jetzt über deinen Partner? Alle haben wir neben uns jemanden, den wir lieben, den wir ehren. So, und alle haben auch Geheimnisse. Nicht immer Männer, auch wir Frauen, erzählen uns gegenseitig alles. Irgendwie haben wir, jeder von uns hat irgendwie welche Geheimnisse. Und heute schauen wir hinter der Kulissen und bisschen werfen einen Blick. Und durchschauen ihre Mann oder ihre Frau. Je nachdem, wer schaut. Weil diese Video erstens ist zeitlos. Ab dem Moment, wann Sie diese Video schauen, ab dem Moment ist das für Sie, diese Video. So, und jetzt. Eine Position, zweite Position und dritte Position. Das sind alle verschiedene. Das heißt, Sie müssen intuitiv intuitiv eine Position auswählen. Die spricht Sie an, die zieht Ihren Blick an. Erste, zweite oder dritte. Wenn Sie brauchen ein bisschen Zeit, drücken Sie auf die Pause. Lassen Sie sich ein bisschen Zeit, aber ich gehe weiter. Erste Position. Was müssen Sie wissen über Ihre Partner? Hier und jetzt. Dass er Sie sehr liebt. Sehr liebt. Dass er oder sie hängt an Ihnen sehr. Dass Sie sind ein Traumpartner für Ihre Partner. Und Ihre Partner fühlt sich sehr wohl neben Ihnen, auch wenn Ihre Partner sagt das nicht. Hier meine ich Mann oder Frau, ist egal. Wer ist gegenüber? Wer ist Ihre Partner? Er fühlt sich sehr wohl, sehr gut und sehr glücklich mit Ihnen. Sie haben sehr gute Kommunikation, aber ich muss noch eine Karte. Aber Sie müssen wissen, dass etwas fehlt noch. Noch etwas fehlt. Fehlt nicht viel, nicht viel. Etwas ganz, ganz wenig fehlt. Dieser Mann vermisst etwas in seinem Leben. Er vermisst, wenn sie eine Frau sind, er möchte mehr Leidenschaft von ihnen sehen. Er möchte das mehr spüren. Wenn das, bitte ändern Sie sie selber, sonst jetzt mische ich jetzt gleich alles durcheinander. Ihre Partner, wenn Sie jetzt schauen, Ihre Partner erwartet von euch ein bisschen mehr Leidenschaft. Das vermisst. Ihre Partner vermisst Leidenschaft. Ist egal, ist das Frau oder Mann. Möchte mehr von euch. Mehr Emotionen. Dass sie mehr für ihre Partner tun.
Er erwartet ein bisschen mehr, zu wenig. Ihm ist zu wenig. Er ist schon glücklich. Er liebt sie sehr, wirklich sehr. Aber ein bisschen, bisschen mehr bemühen sie sich. Das war die erste Position. Die zweite Position. Was müssen Sie wissen über Ihre Partner hier und jetzt? Ihre Partner sieht das, ich vermute, dass jetzt die Situation mit dem Coronavirus und Ihre Partner sehr emotionell reagiert auf die Arbeitslosigkeit vielleicht, weil ändert sich alles und das ist, macht Ihre Partner depressiv. Kann sein, er schläft oder sie, Ihre Partner schläft sehr schlecht. Diese Emotionen, das kann sein, hat sogar Ihre Partner Kopfschmerzen, kann nicht schlafen. Ihre Partner versucht wieder zurückzubekommen, die Zustand, die ihr habt, schon gehabt. Das heißt, finanzielle, diese Bewegung. Vielleicht ihre Partner war sehr oft unterwegs, hat viel gearbeitet und jetzt bereitet das diese Geschlossenheit, diese eingesperrt zu sein, macht ihm Angst. Rat für Sie. Stehen Sie nicht auf der Seite, helfen Sie ihm. Ihrem Partner, ihm oder ihr, spielt keine Rolle, Frau oder Mann ist Ihr Partner. Helfen Sie. Helfen Sie, suchen Sie Möglichkeit, schauen Sie, dass Ihre Partner öffnet sich gegenüber Ihnen. Nur vielleicht durch Reden, aber machen das bitte nicht so wie Tornado und so und nicht beeinflussen so sehr. Leicht, weich, aber reden Sie. Viel, viel reden wird hier helfen. So war die zweite Position, dritte Position. Sie müssen wissen, dass Ihre Partner, muss Bestätigung haben, fängt irgendetwas von vorne. Er hat irgendwelche romantische Absichten außerhalb, weiter weg. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Er wirbt irgendwie eine Frau. Er umwirbt eine Frau. Und jo. Das heißt, zwischen euch ist mangelhaft. Zwischen euch im Moment gibt es gar keine Kommunikation. Auch wenn sie ist, etwas stimmt nicht in ihrer Beziehung. Ich sehe, er hat was anderes. Vielleicht merken sie nicht, vielleicht merken sie doch. Was können sie tun? Nichts. Nichts. Lassen Sie Erinnerungen, die gute Erinnerungen, die haben Sie schon gehabt, Vergangenheit in Ruhe. Kümmern Sie sich um Sie, unternehmen Sie gar nichts. Hier die Karte sagt, Sie müssen sich um sich kümmern. Sich
auf die wieder zurück lebendig zu machen. Ja. Kümmern Sie sich um sich, machen Sie sich glücklich, unternehmen Sie etwas, aber für Sie, nicht für Ihren Partner. Nur wenn Sie auf sich konzentrieren, können Sie etwas erreichen. Sich um Ihre Seele, um Ihr Herz, nicht um den Mann. Dieser Partner, er hat sich schon entschieden. Er hat schon sie hinter sich. Wenn mit euch nicht in Resonanz kommt, wenn nicht im Einklang mit ihnen, wenn sie spüren, ich sage nicht Wahrheit, ich sage nur das, was die Karten sagen, ihre Intuition hat falsch gewählt. Ihr Unterbewusst will das nicht sehen. Ich verstehe das. Oft wollen wir nicht sehen die Dinge, die sind direkt unter unserer Nase. Vor unserer Nase. Überlegen Sie sich gut. Aber hier können Sie nichts tun, am besten nichts tun. Das heißt, wenn Sie etwas tun wollen, etwas machen, machen Sie was für sich. So, das war die dritte Position. Schwer, schwer Deutsch zu reden. Ich wünsche euch viel Glück, viel Erfolg. Lieben Sie sich an erster Stelle und dann lieben alle anderen Sie auch. Viel Glück.